dafür zu schicken. Damit die wieder rufen. Thank you.
Führung zurückgelegen, ist dann rangekommen. 1-2-3-1. Und am Ende ist diese Partie tatsächlich 3-3 ausgegangen. Warum? Weil in Minute 94 auf dem Tor, auf dem oder auf das Bocholt gerade spielt, wo Schutzlos drin steht, frankiert der Torwart und jetzige Torwarttrainer, Schiff-Team-Manager der Bocholter, der Kopfball in der 94. den Ausgleich gemacht hat. Also eine spannende Story auf jeden Fall. Und wie das heute Team wiederholt mit dem Kopfballtor von Sebastian Wickel zum 5-5. Sagen wir mal so, wenn das in 10 Minuten passiert, dann renne ich mit auf den Platz. Wenn Preußen neben der Qualität, die sie haben, dann auch noch effektiv agiert, dann haben wir natürlich ein Problem. Ich würde trotzdem gerne jetzt aus unserer Sicht das Ding so ein bisschen einordnen. Wir haben in der ersten Halbzeit, glaube ich, eine halbe Stunde relativ ausgeglichen agiert. Wir hatten zwei gute Chancen, vor allem mit dem Ding von Kevin Grund, wo wir aus einer hohen Eroberung auch mal einen sehr, sehr guten Abschluss haben. Preußen natürlich aber Angriffe fährt und eine Welle nach der anderen kreieren kann, kein Thema. Wir wollten es im sehr, sehr tiefen 5-4-1 auch einfach mal auffangen. Leider entsteht dann genau da auch das 0-1, wo wir uns leider den Ball dann selber am Ende reinknallen. Dann hat Preußen natürlich eine sehr, sehr gute Phase, auch die gerade die linke Seite, also Henoch Teklab, ich weiß nicht, was der Junge in der Liga macht, Wahnsinn, hat uns da ein und das andere Mal eingedreht, das ganze Spiel an sich gerissen und in der zweiten Halbzeit, wo du letztlich in die Pause gehst und sagst, okay, man sammelt sich nochmal, der Plan geht halbwegs auf, du kannst nochmal zwei, drei Änderungen reinbringen. Da starten wir in die Halbzeit und in der 47. Minute zeigt der Gegner nochmal all seine Qualität, tut dir richtig weh mit dem 0-2 und dann weißt du, dass es schwierig wird. Dann haben wir auch eine ganz schlechte Phase, wo wir es auch nicht verteidigt kriegen, teilweise individuelle Fehler zum Beispiel zum 0-3 machen und dann musst du es natürlich versuchen, irgendwo aufzuhalten, hinten raus. 4-0 kommt direkt hinterher, Sonntagsschuss. Wie gesagt, dann ist Preußen auch noch effektiv in der Phase. Und hinten raus musst du eine Haltung zeigen. Mit einem 0-5, finde ich, war dann leider ein, zwei härtere Fouls dabei. Sorry dafür, aber mit Haltung zeigen meine ich nicht, dass wir da den Gegner nochmal attackieren. Mit Haltung zeigen meine ich, dass wir trotz alledem nochmal richtig Meter gemacht haben, versucht haben, am Ende uns gut aus der Affäre zu ziehen, wie man so schön sagt. Aber insgesamt, ich glaube, 5-0, klar, absolut verdiente Niederlage mit dennoch einer sauberen Einordnung, vielleicht aber auch kein klares 5-0, das aus unserer Sicht. Euch wünsche ich viel Erfolg. Ich glaube, ihr habt heute angedeutet, wo es hingehen kann. Ihr habt eine riesen Qualität, sehr, sehr geile Stimmung und deswegen wünsche ich euch viel Erfolg beim Kampf um Aufstieg. Und wir hoffen, dass wir gegen Wuppertal dann anfangen zu punkten. Besten Dank. Ja, zunächst mal vielen Dank für die Glückwünsche. Ich glaube, wir haben schon die reifere Spielanlage auch in der ersten Hälfte gehabt. Natürlich der Gegner 5-4-1, immer schwierig, da Chancen zu kreieren. Gerade im Zentrum hatten wir es schwer, da Lücken zu finden. Haben es bis zum letzten Drittel eigentlich ganz gut noch gespielt, aber dann waren wir gerade im letzten Drittel etwas zu ungenau, haben uns das Leben schwer gemacht, wo wir vielleicht die Bälle etwas besser hätten zum Mitspieler bringen müssen.
sind über die Außen oft durchgebrochen, das ist richtig, gerade mit Manny Quattro und auch mit Hennock. Machen dann das 1:0 und ja, natürlich, wir Glück gehabt, absolut, als Max uns da wieder im Spiel hält mit dieser Riesenchance, wo der Gegner hat. Wenn du da das erste Tor kriegst, mal sehen, wie so ein Spiel läuft, man weiß es nie, aber in der zweiten Hälfte dann muss ich sagen, ist es eigentlich schnell erzählt. Wir haben da echt eine ganz, ganz tolle Leistung gezeigt, haben ein gutes Positionsspiel gehabt, haben uns mit sehr schönen Toren belohnt, haben mit die Zuschauer haben wir mitgenommen, die haben uns getragen, sodass das echt ein schöner Abend war an der Hammer Straße und hoffe, dass alle beim nächsten Spiel auch wieder kommen. Woche wünsche ich auch alles Gute für die Runde. Danke. Es ist eine neue Liga, es ist schwer und ja, wird euch auf jeden Fall wieder auch. Danke.